Alles. Das ergibt keinen Sinn. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rollercoaster Tycoon 3. So, wir haben jetzt heute den Park sich treiben lassen. Ein sehr schöner Park. Kann man nicht anders sagen. Und ja, wir sollen 300 Euro einnehmen und einen Verkehrswert von 45.000 haben. Und ja, der Park ist schon an sich relativ cool. Wenn wir jetzt hier mal schauen, was alles unser Eigentum ist, das alles hier in diesen Mauern ist unser Eigentum. Wir sind quasi in einem orientalischen Schloss gefangen. So quasi. Zumindest sieht es so aus. Und ich finde, also dieses Schloss hier finde ich echt abnormal geil. Also das hat der Map-Ersteller richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Deswegen machen wir das, deswegen hole ich mir dieses Schloss nämlich auch gleich mal. Zumindest nachdem wir hier mal den ganzen Müll weggemacht haben, kann man das nämlich so machen. Können wir jetzt hier einen speichern. Die Fläche markieren, das dann speichern. Unter großer Last. Jetzt ist diese Dinge ja theoretisch gespeichert. So, wie man hier sieht, ist das echt cool gebaut. Okay. Den kleinen Palast speichern wir nicht, denn der ist etwas verbargt. Da ist nämlich der Besucher-Einsatzpunkt. Und wenn wir den mitladen, ist es etwas blöd. By the way, das hier ist auch ein Abenteuer-Themenpark. Also das ist alles Abenteuer. Und naja, der Park ist eher ruhig. Ja? Man geht es hier eher etwas ruhiger an. Genau das machen wir dann auch. Wir lassen uns treiben. Und bauen dementsprechend hier erstmal ein Riesenrad hin. Und setzen den Eingang um. Auf da. Das habe ich irgendwie schon cooler. Und ja, wir müssen Geld, schon auch ein bisschen Geld verdienen. Am optimalsten wäre natürlich eine wilde Maus, haben wir aber nicht. Wir haben eine Wildwasserbahn, aber wir haben eine Mini-Achterbahn. Und das ist ganz toll, denn dann nehmen wir jetzt das Mini-Autowagen und bauen gleich mit ein bisschen Geld, das wir noch da haben, eine kleine Achterbahn. Zwar, oh Gott. Das ist natürlich jetzt das Blöde, weil wir haben nicht so sonderlich viel Platz hier. Deswegen müssen wir genau aufpassen, wo wir eine Achterbahn hinbauen. Ich würde mal sagen, wir bauen das Ding hier so hin. Und zwar auf. Das Ding ist vom Prinzip her nicht viel anders wie eine wilde Maus. Okay, dann hapert es anscheinend an den Blumenbeeten. Ach. So. Nein. Oh wow.
Okay. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wird, das Ding zu bauen. Okay, das ist dann schon mal etwas cool. Oh. Okay, das funktioniert schon mal wieder nicht. Oh Mann. So. Das wird wieder nicht funktionieren. Aber das wird gehen. Oh. Auch gut. Dann die Frage, brauchen wir schon mal einen Testbetrieb? Und schauen das jetzt mal. Hier ist die Kette. Hier geht's in die Kurve, jetzt geht's hier kurz runter. Okay. Und Information in die Mülltonne damit. Gut. Wir bauen keine Mini-Achterbahn. hat sich im Nachhinein als nicht so ganz praktisch rausgestellt. Ja. Ne? Das ist der Purzler. Das hat irgendwie Tradition. Das Ding wegen Vanilla Hills Purzler zu nennen. Riesenrad. Passt auch. Also wie gesagt, der Park ist eher etwas ruhiger angelegt. Haben wir schon Wasserbad? Oh ja, wir haben schon Wasserbad. Ja. Ich würde mal sagen, wir nehmen Ruderboote. So, und das Ding sollte eigentlich... Nee, oben ist weiß. Rot, und du bist... Du bist irrelevant. Und er sieht, man kann hier quasi überall so tolle Bootsstrecken langsetzen. Deswegen mag ich, also das ist das Einzige, was ich an diesem Park wirklich cool finde. Dass man hier halt wirklich als so ziemlich am einzigen Park tatsächlich mit Wasserbahnen arbeiten kann. Wobei man natürlich dazu sagen muss, Wasserbahnen an sich sind jetzt halt nicht die derbe geile Attraktion, die alle fahren wollen, aber wenn sich's thematisch anbietet, mag ich sie. Oh, und jetzt sehen wir auch schon wieder, wo ich schon wieder gefailt habe. Halt, stopp. Yep. Alles klar. So. So geht das. Ah, gut.
wird blau, das wird weiß, das wird rot. Formation, Zäune, Abtrennzaun, Eingang rot, Ausgang rot. So. Das sind die Ruderboote. Die fahren dann, wenn Leute, die rudern dann hier jetzt quasi die Strecke entlang. Und ja, das ist cool. Gut. Wir können quasi jetzt hier überall Boote, also an jeder dieser Kreuzungen können wir einen Bootstrecker legen. Wenn wir das genauso bauen wie hier, können wir auch einmal in der Mitte eine Bootstrecke hinlegen. Und in jedem dieser Teile können wir auch nochmal eine Bootstrecke legen. Also man kann hier gut mit Wasserbahnen arbeiten. Das ist das, was ich an diesem Park auch gern mag. So ein Himmelsrad ist auch immer ganz nett. Vorausgesetzt, man kann es gut in die Landschaft etablieren. Und das ist das, woran ich hier in diesem Park meistens scheitere. Das Himmelsrad gut in die Landschaft zu integrieren. Können wir aber, glaube ich, hier mal ganz gut machen. Deswegen ist halt beim Rad, machen wir tatsächlich mal ein Abenteuer. Tun wir mal so, als ob das eiskalt Thelenpark Abenteuer wäre. Kann man nämlich sehr schön simulieren mit den ganzen Sachen, die einem das ja ermöglichen. Und zwar nennen wir das Ding Wolkenkratzer. Was für ein geiler Name. Ich glaube, das ist sogar der einzige Park, wo man diese Attraktion bauen kann. Mal abgesehen vom Sandkastenmodus. Das ist echt interessant. Okay. Das ist schon mal schön. Also eine wilde Maus ist ja eigentlich das Optimal für hier. Außer halt so ruhige Sachen. Wie zum Beispiel eine Wildwasserbahn. Da habe ich sogar ein Design. Ja, also wie man sieht. So eine Wildwasserbahn ist schon ganz cool. Also ich mag sie persönlich auch sehr gerne. Allerdings ist sie für einen Park wie diesen hier eher ungeeignet. Weil, naja. Nee. Kann man nicht wirklich machen. Nein, ich wollte eigentlich ja nichts machen. Man kann. Hier ist einfach so wenig Platz und ich möchte einfach die Wasserzonen eigentlich nicht überbauen. Könnte das ordnen. Wir haben Hindernislauf, die sind aber auch nicht so doll. Ah, hier ist es. Bei den Kinderbahnen sind die ganzen sanfteren Sachen dabei. Ich die ganze Zeit gewartet habe, dass ich sie bauen darf. So. Kinderbahnen, eine Schlangenrutschbahn. Würde ich eigentlich eher den Abenteuereingang mir persönlich wünschen. So, Wege mal weg, die Seefahrt, so, und das auch mal so, das hat die ganzen Einser mal verschwinden, weil das ist schon, naja, ist nicht so toll. Es wäre auch echt mal interessant, ob es überhaupt geht, so in so einem Park, tatsächlich, ohne Achterbahn
zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Das wäre echt mal interessant zu wissen, ob das funktioniert. Runterlassen, ja. Danke, habe ich doch schon. Vollidiot. was gibt's hier noch für Wasser bauen? Es gibt noch Wasserdreiräder. Komm, bauen wir hier mal welche hin. Färben wir auch im Nachhinein wieder rein. Wenn man hier so sieht, man kann hier einfach diese ganzen Wasserteiche mit Wasserbahnen zuklatschen. Und das finde ich so toll. Es gibt natürlich auch wieder einen Bootseingang. Die Zäune natürlich wieder als Abenteuer. Ist ja klar. Wasserräder machen wir auch einen Eintrittspreis 2 Euro. Passt dann schon. Hoffe ich. Wird schon nicht zu teuer sein. Und die Bahn machen wir hier wieder auf blau. Hier wieder auf rot und oben wieder auf weiß. Sind ja schließlich Bojen. Okay, und Wägen. Machen wir auch hier wieder 5. Guck mal, man kann sogar die Geschwindigkeit einstellen, mit was die Dinger fahren sollen. Was natürlich eigentlich ziemlich unlogisch ist. Aber, ja, Logik und Rollercoaster ist so. Nee, die stehen so ein bisschen auf Kriegsfuß. Einfach irgendwie alles zu Abenteuerattraktionen, fällt mir gerade auf. Und mir fällt selber nicht so ganz ein, warum. Karussell. Merkt ihr schon, ich baue hier einfach nur seit 20 Minuten vor mich hin, ohne dass effektiv was passiert. Das ist Weltklasse. Gut, dann hier, ich glaube, ich fange einfach mal an. Es sind jedenfalls einige da. Alles. Das ergibt einen Sinn. Lol, wieso fahren die nicht? Ich stelle mal einfach die Geschwindigkeit hoch. Oh, das geht gar nicht, oder? Alles. La. Toll ist denn das hier. Oh. Das ging schnell. Und wir den gleichen Bug. Jo, hier haben wir den gleichen Bug.